Christina, ich will noch ganz kurz stören. Ihr seid das Catering-Team. Ja. Wo sind eure Schwerpunkte? Geht es nur um die Gäste oder auch um die Spieler? Um beides auf jeden Fall. Aber natürlich haben die Spieler Vorrang und die Gäste dürfen aber gerne dann halt auch mit sich Essen holen oder werden bewirtet hier im Clubhaus oder auch an der Grillstation, die hier dann wieder aufgebaut wird. Und ja. Und dieses Team wird sich vorher nochmal treffen oder werdet ihr heute alles schon klären können? Gibt es noch viele offene Fragen? Wie sieht's aus? Also ich denke, wir treffen uns vielleicht nochmal. Es wäre vielleicht ganz schön, weil es sind heute nicht alle da, aber schon mal so der harte Kern und doch recht viele, worüber ich mich sehr freue. Ja, hallo Aline. Ich habe dich gerade erlebt bei der großen Sitzung der Unterstützungsteams oder Crews und du bist sehr, sehr aktiv mit dabei. Wo wirst du mitarbeiten? Ich denke, ich werde hauptsächlich auch so ein bisschen im Turnierbüro mit sein, werde aber wahrscheinlich auch so, es ist mit William abgesprochen, so ein bisschen springermäßig. Das heißt, wenn die beim Catering eben Bedarf haben, werde ich da auch mit einspringen und ansonsten einfach gucken. Aber ich denke hauptsächlich im Turnierbüro mit. Du hast ja letztes Jahr, da habe ich dich schon erlebt, bei der Bergfreud-Trophy auch schon mitgeholfen und da hast du Erfahrung gesammelt. Ja. Was fasziniert dich so an der Unterstützung? Ich finde es einfach gerade hier im UTC schön, wie alle zusammenarbeiten, dass es ein Team ist. Man sitzt dann abends zusammen, trinkt noch was gemeinsam, erlebt einfach eine schöne Zeit hier und deswegen mache ich es auch gerne. Also das, Ja, und das merkt man dir an. Ich habe dich ja letztes Jahr schon gesehen und auch so, wie du sagst, ich übernehme die Aufgabe noch oder da kann ich unterstützen. Das ist ja so, diese ganz vielen kleinen Mosaiksteine sind ja so wichtig, auch für so ein großes Team und für so ein großes Turnier. Ne? Ich weiß von dir, du spielst noch gar nicht so lange Tennis. Wie ist es dazu gekommen, dass du jetzt angefangen hast? Eigentlich durch meine Mutter. Also meine Mutter hat schon länger drauf gedrängt, die spielt selber auch Tennis, ist im Vorstand aktiv. Und wollte, dass ich das mal mache. Ich habe mich erst ein bisschen gewehrt, weil Ballsportarten eigentlich gar nicht so mein Ding sind. Und dann habe ich das aber letztes Jahr ausprobiert. Und man braucht viel Geduld mit mir als Trainer, glaube ich. Aber macht Spaß. Aber du bist immer noch dabei. Du hilfst bei dem Turnier. Und ich finde es so toll, dass sich so viele Leute, auch so viele junge Leute, einbringen. Und das ist ja auch was ganz Besonderes, was so ein Verein ausmacht. Ja, also ich denke, was bei uns vor allem wichtig ist, ich habe vorhin mit dem Kollegen aus Kassel gesprochen, der sagte, da sind die meisten über 70 und ich denke einfach, wir haben so eine gesunde Mischung. Wir haben die Erfahrenen, die schon lange dabei sind, wir haben junge Leute und ich glaube gerade, wenn man vorhat, so ein Turnier fest zu installieren, dass das auch langfristig der bessere Gedanke ist. Ja, und dass wir auch die Leute, die jungen Leute auch begeistern können und auch die anderen, ne? Ja. Das finde ich eben auch so ganz faszinierend und bin ganz beeindruckt auch von der Sitzung gerade. Ja. Ich danke dir, dass du mitmachst. Ich wünsche dem Turnier eine richtig gute Zeit und wir sehen uns einfach. Auf jeden Fall. Danke. Jo. Tschüss. Das Finanzteam, also muss alles, was mit Bargeld zu tun hat auf der Anlage, handeln. Also einmal die Auszahlung der Preisgelder, Kassieren der Nenngelder, Strafen vielleicht auch, manche Spieler müssen Strafen zahlen. Und auch, wenn sonst jemand kommt mit einer Quittung, die auf Lasten des Turniers kommt, muss er also das Geld an die zurückgeben. Wie ist das für euch? Ihr seid ja jetzt auch in dem Team Finanzen. Macht es zum ersten Mal, wie ich die Sache sehe? Erschließt es sich schon oder ist es sehr, sehr konfus noch für euch? Also da die Vorabinfos in diesem Bereich noch gar nicht so gegeben waren, ist es doch viel, was jetzt auf uns zukommt, denke ich mal, wo wir uns vielleicht noch im Vorfeld ein bisschen informieren müssen. Aber ich denke, das kriegen wir.